Hallo ihr, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar passend zu diesem Wish Haul teste ich jetzt diese Produkte und ich habe mir jetzt einfach mal drei Sachen rausgesucht, die ich mit euch testen möchte und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, nicht lang schnacken. Ich habe mir jetzt hier diese Augenpads ausgesucht und hinten drauf steht auch, wie es geht, also ja, machen wir das einfach mal so. Als erstes soll man sein Gesicht waschen. Dann die Packung öffnen. Und dann muss man die unter die Augen machen und 15 bis 20 Minuten warten. Und die Maske dann wegmachen und mit Wasser sauber machen. Und ja, fertig, ready, los. Bloß ein bisschen Angst ist aufzumachen, weil da so richtige Flüssigkeit drin ist. Wenn ich das jetzt aufmache, dann läuft es ja aus. Deswegen legen wir uns mal Tücher hier hin. Jo. Ja. Da. I. Hä? Falsch rum. Nee. Was für ein Fail. Und jetzt, wie kriegst du da raus? I. Das ist ja richtig ekelhaft. Oh. Ach, stellst du eigentlich auch mal scharf? Aber nicht. Also es fühlt sich nicht unangenehm an, aber ja, irgendwie, es hält perfekt, also es verrutscht nicht. Man kann da hier auch so drauf hauen, was man ja nicht muss, aber ja. Beim Draufmachen ist es einfach nur richtig kalt, aber das soll wahrscheinlich so. Oh Gott, sieht das lustig aus. Also ich habe das jetzt, es tut mir leid, ich gucke immer da, ich ein richtig angeschwollenes Gesicht. Ja, okay, also jetzt langsam gehen sie dann auch ab. Und ich muss sagen, es ist richtig angenehm. Also sie sind auch durchgängig, sie sind immer noch kühl. Und es fühlt sich richtig gut an. Also jetzt ist hier so ein bisschen kühl und ich weiß nicht, ob man irgendeinen Unterschied sieht. Ich finde, ich habe immer noch Augenringe. Das nächste Produkt ist hier eine coole Panda-Maske. Ich würde sagen, wir machen sie einfach drauf. Directly. Und ich glaube, da muss man auch... Viele Leute sagen immer, die tropfen so extrem mega Hammer. Deswegen lege ich mir hier wieder Tücher hin. Ui. Boah. In Suppe getränkt. Ich weiß nicht. Die ist wirklich komplett... Fleischnass. Komplett. Aber die riecht saugut, aber irgendwie nach Parfüm. Also irgendwie sehr unecht. So, also, ja. Oh Gott. Oh, es ist kalt. Oh mein Gott, ist das kalt. Ja, und das muss ich jetzt einfach wieder 5 bis 10 Minuten drauf lassen, beziehungsweise steht hier alles auf Japanisch drauf. Aber ich würde es jetzt einfach mal 5 bis 10 bis 20 Minuten, wie auch immer, so wie ihr Bock habt, so wie es sich anfühlt bei euch. Es ist wirklich kalt, es ist aber nicht ganz, also es ist nicht wirklich unangenehm, aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich würde damit den ganzen Tag rumlaufen, weil es so angenehm ist. Aber es hält gut und also ich finde, es sieht irgendwie cool aus. Und jetzt soll man den Rest einfach einmassieren. Aber ich weiß nicht. Seht ihr, wie nass meine Finger sind? Das brauche ich nicht einzumassieren. Das ist viel zu viel und es wird auch nicht funktionieren. So, jetzt nachdem ich es einfach weggemacht habe, fühlt es sich echt gut an. Also es fühlt sich weich an und als hätte ich halt so eine richtig krasse Feuchtigkeitsmaske benutzt und so wie es halt da auch ist. Und ja. Also, was ich cool finde, wie es aussieht, wie es hält und ja, dass es halt sich danach so richtig gut anfühlt. Aber es ist halt echt viel. Also, ich weiß nicht, ich fand das Produkt gut und da würde ich 8 von 10 Punkten geben. Bei dem vorher würde ich sagen 10 von 10, weil da hatte ich ja eigentlich gar nichts auszusetzen. Also 8 von 10. Mhm. Halt dafür, dass es so komplett fletschnass ist und einfach nur vom Gesicht tropfen könnte,
Nächstes. So, jetzt kommt meiner Meinung nach das verrückteste, coolste, wie auch immer Produkt. Und zwar hier diese coolen Eyeliner-Vorlagen-Aufkleber-Dingsbums-Zeug. Und das werden wir zusammen testen. Als erstes gucke ich mal, wie das aufgeht. Hier. Leider war mein Videomaterial an der Stelle kaputt. Und das Erste, was ich gesagt habe, dass es vier verschiedene gibt. Und einmal eben eins mit Herzen für Verzierungen unter dem Auge. Und dann hier einmal so eins mit so zwei Zacken, warum auch immer. Ja. Und dann sind da nochmal andere drauf, irgendwie mit zwei breiteren Zacken. Und dann so zwei ähnliche. Ja, das eine hat irgendwie mehr rund und das andere ist irgendwie mehr spitz. Und ja, ich finde es einfach cool. Und ich würde sagen, was testen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir testen einfach mal was ganz Normales. Dazu muss ich meine Brille ausziehen. Und ich weiß nicht, ob ich euch noch näher ranholen sollte. Ich hab bei mir doch eh nicht. Also das Auftragen ist schon mal echt auftragen. Aufkleben. Und vorne kann man ja dann einfach so noch nachziehen. Also es sieht aber... Also als hätte ich irgendeine Behinderung. Das sieht aus, als hätte ich irgendwie eine OP gehabt und müsste jetzt so komische Dinger auf den Augenlidern tragen. So, und ich würde jetzt sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal zusammen ab. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal erstmal das Auge. Ich fange am besten. Oh je, meine. Oh, wow. Hey, damit hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Ich weiß noch nicht genau, was ich denken soll, aber die Seite ist irgendwie echt perfekt. Also wenn ich mir das jetzt so nochmal nachziehe vorne. Und ja, der Eyeliner, da liegt es halt jetzt einfach dran, dass der halt einfach schon ein bisschen älter ist. Und ich halt wirklich schon lange keinen Eyeliner mehr benutzt habe. Deswegen bröckelt der hier so ein bisschen. Aber ja... Also ich ziehe mir den jetzt nochmal richtig nach und dann zeige ich ihn euch nochmal. Aber bis jetzt würde ich dann schon mal einfach sagen, dass das... Ja, ich würde einfach sagen 9 von 10 Punkten. Also weil ich hätte es niemals gedacht. Es ist halt schwer, das vorher aufzukleben und die richtige Position und so zu finden. Aber hallo? Ja? Mhm. Richtig cool. Okay. Also ich muss echt sagen, ich bin richtig überzeugt von dem Zeug. Also, ja, ich weiß nicht, sagt mal, wie findet ihr das? Also, bis auf das hat jetzt der Eyeliner ein bisschen bröckelig ist, aber sonst, ist das nicht cool? Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsprodukt hier aus diesen drei waren es? Keine Ahnung, aus diesen drei, ich glaube drei, Produkten ist und ja, ich verlinke euch die Produkte alle unten in die Infobox, wenn ich sie wiederfinde. Ich hoffe es natürlich. Wenn nicht, verlinke ich euch ähnliche. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Gebt mir doch bitte einen Daumen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!